Hallo zusammen, willkommen zum ersten Video zum Thema Eigenschaften. Heute möchte ich mit was ganz Einfachem anfangen, was jeder von euch kennt, und zwar der Magnetismus. Magnete kennt ihr, das ist jetzt ein Startmagnet, ein Dauermagnet, damit kann ich Sachen überprüfen, ob die magnetisch sind. Das ist eine relativ bekannte Eigenschaft, ich kann zum Beispiel Kunststoff nehmen, meinen Magneten dran halten, feststellen, Kunststoff ist nicht magnetisch. Auch Gummi, dasselbe Spiel, ein Gummistopfen, ich halte meinen Magneten dran, stelle fest, auch der ist nicht magnetisch. Und dasselbe mit Holz. Auch hier wieder kein Magnetismus. Wenn ich mir jetzt einen Eisennagel nehme und den an meinen Magneten führe, stelle ich fest, der Eisennagel bleibt dran hängen, also Eisen ist magnetisch. Das liegt jetzt nicht nur an der Form, dass ich hier einen Nagel habe, sondern auch wenn ich eine einfache Platte habe, ist diese magnetisch und bleibt an meinem Magneten hängen. Jedoch sind nicht alle Metalle magnetisch. Hier habe ich zum Beispiel Zink. Zink sieht ähnlich aus wie mein Eisen. Wenn ich aber hier einen Magneten dran halte, wird es nicht angezogen. Das heißt, hiermit könnte ich zum Beispiel mein Eisen und mein Zink unterscheiden. Relativ schnell, relativ einfach rausgefunden. Dasselbe bei Aluminium. Auch Aluminium sieht ähnlich aus. Auch hier kann ich einen Magneten dran halten und merke, es ist nicht magnetisch. Letztendlich gibt es nur wenig Stoffe, die magnetisch sind. Dazu gehört Eisen, Kobalt oder auch Nickel. Das sind so die bekanntesten magnetischen Stoffe. Das heißt, wenn wir irgendwo einen magnetischen Stoff haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es einer dieser drei Stoffe schon mal ist. Es gibt noch mehr, aber die kommen deutlich seltener vor. Ihr seht, relativ einfache Möglichkeit, eine Eigenschaft zu bestimmen. Das war jetzt erstmal die erste Methode. Wenn man sich nicht sicher ist, zum Beispiel was für ein Metall das ist und wissen möchte, ob das Eisen ist, einfach mal einen Magneten dran halten. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.